Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Und wisst ihr, was ich gerade gemerkt habe? Diese Halle ist ganz schön gruselig. Ich glaube, das sind die Leute auf der anderen Seite. Ich glaube, die beten oder so. Ich habe keine Ahnung. Hört es euch an. Ich stelle das Spiel mal für euch lauter. Hört ihr das? Die flüstern und beten und irgendwie. Das ist richtig krank. Die richtig kranke Scheiße, Freunde. Du bist also drin. Ich dachte mir schon, dass du dich meldest. Sollen wir anfangen? Ich habe nie aufgehört. Ja. Ich habe im Spielstand geladen, weil ich mit Regi ein bisschen aufgenommen habe. Und deswegen gehen wir nochmal durch die Tür. Auf jeden Fall habe ich gerade richtig Panik bekommen, richtig Angst gehabt. Als ich den Speicherstand geladen habe, weil ich dieses Flüstern und Beten gehört habe. Und ich nehme erstmal meine Kopfhörer ab und denke mir, oh, okay, nur im Spiel, nur im Spiel. Ah. So, nehmen wir komische, eklige Puppe mit. Das ist also Eluthia. Hier wurde ich geboren. Hier wurdest du gemacht. Das ist ja ein bisschen gruselig, ne? Das ist ein bisschen gruselig. Wer ist das? Ist das Hades? Der die Menschen tötet? Und das müsste dementsprechend Gaia sein. Wer hat das gemalt? Kinder! Das sind also künstliche Gebärmütter? Die Mütter einer neuen Generation, hunderte von Jahren alt. Und ich? G-Station 39B1, keine Ahnung. Ja, cool. Da gebe ich nicht direkt hin. Ich bin da faul. Ah, zwei übersehen. Keine Ahnung wo. G-Station E9B1. Aufgabezuteilung, Erzeugungsphase abgeschlossen. Korrektur. Partielle Reaktivierung. Wartezustand. Entwicklungsfähige Zygoten in Speicher 0. Was? Das muss meine Kapsel gewesen sein, ne? Scheint so, als wäre meine Kapsel gewesen und die kam ein bisschen spät. Hier war es also. Hier wurdest du geboren. Aber warum? Kammer B1001. Textdatenpunkt Quests. Ektogenese Kammer B1001. Ach du Scheiße. Könnt ihr nicht irgendwas nehmen, was man, wer weiß nicht, leichter aussprechen kann, liebe Entwickler? Geburtenkammer. Wird doch reichen. Geburt protokolliert 3021 AP04. Aufgabenzuteilung Nummer, hast du nicht gesehen, abgeschlossen. Wartezustand. Ich kann mit diesen Informationen nichts anfangen. Ich wünschte, ich könnte es, aber ich kann nicht. Da sind noch mehr Nachrichten. Da komme ich auch momentan nicht hin, ne? Ich glaube, das waren die Kinder, oder? Kann das sein, dass die Kinder das hier gemacht haben? Hm. Ist das eine Katze? Hauptsache, ist eine Katze mit drauf. Kinderkrippe. Kinderkrippe, Aufgabenzuteilung, Aufzugsphase abgeschlossen. Nährstoffspeicher leer. Das sieht aus wie Kinderwiegen. Die Wiegen der Ursprungsanlage. Diese Dinger, die Multiservitoren, sie haben sich um sie gekümmert? Es war niemand anders da. Ich frage mich, warum Gaia nicht mehr funktioniert. Ist ihre Aufgabe abgeschlossen? Ist ihre Aufgabe je abgeschlossen?
Muss sie nicht da sein, um, keine Ahnung, ein bisschen was zu machen? Ein paar Tiere zu machen? Keine Ahnung. Die Maschinen werden ja anscheinend immer noch produziert. Und Hades ist anscheinend immer noch am Start. Das waren also die Kinderkammern, ja? Da sieht man hier dran, ne? Wenn man hier so reinguckt. Da haben die Kinder alle gespielt. Haben sich einen Keks gefreut. Yay! Und die Maschinen haben sie auf sie aufgepasst. Aber irgendwer muss sich doch daran erinnern, an die Maschinen und so ein Kram. Das muss ja irgendwie eine Überlieferung geben. Oder irgendwas. Der Tag ist jetzt vorbei. Du meinst, das Licht geht aus. Ich will nicht ins Bett, Mutter. Ich weiß, aber ihr müsst euch jetzt ausruhen. Ich nicht. Ich bin der König. Was ich sage, gilt. Ich will die Sonne sehen. Nicht nur Licht und Bilder. Alles zur Zeit, Kinder. Zur Zeit. 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 Waren die am Durchdrehen? Das waren bestimmt die Sonnentypen, ne? Die Kranken. Und der König war bestimmt so ein Vorfahr von dem anderen König. Oh, ein Servitor. Das ist die umgekippt. Ah, die Maschinen sahen aus wie Menschen. Hologramm. Oh, das waren alles Hologramme. In Roboterform. Und hier haben sie gelebt? Was für ein Chaos. Alles ist kaputt oder beschmiert. Wie lange haben sie hier gelebt? Und wo siehst du beschmiert? Wollte vielleicht Gaia die Kinder nicht ziehen lassen, weil sie dachte, es wären ihre eigenen? Ich muss euch leider entlassen. Aber warum? Es gibt hier keine Nahrung mehr. Und da draußen ist welche? Wir wissen es nicht. Los, kommt, wir gehen! Ich weiß nicht. Mutter, können wir zurück, wenn uns kalt ist? Tut mir leid, aber das ist nicht möglich. Ihr müsst euch jetzt selber helfen. Und einander unterstützen. Was passiert mit dir? Ich bleibe hier. Und schlafe. Und denke an euch alle. Was passiert mit uns? Ihr seid tapfer. Und werdet lernen. Fünf Jugendliche? Mehr gab es nicht. Kindergarten. Ja, die Nahrung ist ausgegangen und dann mussten die Kinder raus. Kinder, jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Lass uns in Ruhe, Vater. Nach dem, was passiert ist, kann ich das leider nicht tun. Ihr habt gegen die Regeln verstoßen. Dann lass uns reden. Verschwinde. Tut mir leid, Kinder, aber ich muss euch beaufsichtigen. Du bist doch nicht mal ein Mensch. Du klingst frustriert. Jetzt lauft und springt und tobt euch aus. Okay, so einen nervigen Vater möchte ich auch nicht haben. Du nervst! Ja, dann lauft und springt und tobt euch aus. Weißt du, bist da mit 17 Jahren und willst da mit deiner Freundin rummachen? Tobt euch aus! Ja, auf jeden Fall. So, Lektion. Blau ist die Farbe des Himmels. Weiß ist die Farbe der Wolken. Gelb ist die Farbe der Sonne. Grün ist die Farbe von Gras. Blumen haben alle Farben. Sieh mal her. Bienen sind gelb und schwarz und sie lieben Blumen. Und sie kommen. Ach, die armen Kinder, die tun mir so leid, ey. Oh. Ja, die letzte Hoffnung der Menschheit wird genervt von Robotern. Ach ja. Eines Tages? Das sagst du uns jedes Mal. Wir wollen jetzt. Da ist viel Platz. Jetzt, Vater. Kinder, der Bereich ist noch nicht verfügbar. Auf ihn! Physische Aggression festgestellt.
Physische Aggression ist nicht gestattet. Außer deiner. Verdammte Wächter! Kinder, wird meine Hilfe benötigt? Geh weg, Heilerin! Lena, du hast eine leichte Prellung. Verschwinde! Sie waren hier gefangen. Ihr ganzes Leben lang. Die weite Freiheit immer vor Augen. Was ist schiefgelaufen? Warum konnten sie nicht in die anderen Bereiche hinein? Keine Ahnung. Aber du wirst dieses Problem nicht haben. Oh, scheint so. War die Erde vielleicht noch nicht vorbereitet? War es das? Also es gibt nur noch diese eine Tür, dann gehen wir da durch. Hui. Hui. Diese Tür haben sie anscheinend nicht sehr gemocht. Sie hat sich nicht für sie geöffnet. Natürlich haben sie gehasst. Identiscan wird durchgeführt. Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte treten Sie durch. Willkommen im Lyzeum, einem Ort des Lernens. Ich frage mich, waren die vielleicht zu lange in der Kinderkrippe? Dass in der Kinderkrippe die Nahrung ausgegangen ist und deswegen mussten die Jugendlichen rausgehen? Wie in einem Gefängnis. Was war das hier genau? Der Traum von Apollo, der nie wahr wurde. Aber warum nicht? Ja, weil Apollo natürlich die Daten verloren hat. Deswegen durften sie nicht weiter. Willkommen, Schöner. Bitte nehmt euch einen Fokus und befestigt ihn an euren Kopf direkt neben dem Auge. Ich musste überall herumwühlen, um Fokusse zum Reparieren zu finden. Und hier lag ein Schatz, der niemandem nützte. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues, so viele Möglichkeiten. Warnung. Fehlfunktion. Apollo offline. Apollo offline? Du hattest recht, Aloy. Das hier ist ein Friedhof. Das Leichenhaus des Wissens. Was wir alles hätten erreichen können, wenn es uns nicht verwehrt gewesen wäre. Vielleicht kann man das irgendwie reparieren. Aber das ist nicht der Grund, aus dem ich hergekommen bin. Natürlich nicht. Was zählt schon das gesamte menschliche Wissen, wenn es um die Herkunft eines einzelnen Mädchens geht? Mach mit deiner Suche weiter. Das werde ich. Sein Kosmos. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Ist genau dasselbe. Apollo offline. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. Das sind aber sehr viele Kinder, so viel oder? Neues. So viele Möglichkeiten. Ist das nicht ein bisschen zu viele? Fehlfunktion. Apollo offline. Wir haben nur 5 Kinder gesehen, aber hier passen ja locker 1000 rein. Ich muss sie mir alle angucken. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Hallo, mein Kind. Mein Name ist Samina. Gib mir was Neues! Heute ist ein großer Tag. Dein erster Schultag. Es gibt so viel zu entdecken. So viel Neues. So viele Möglichkeiten. Warnung. Zugriff auf Roteisen-Übermitteilung für Dr. Sorbeck. Scannen Sie Nachricht mit Ihrem Fokus. Das klingt wichtig. Ja. Ich vermute, dass wir hier viel erfahren werden. Also wir haben den. Und wir haben den. Betriebsprotokoll. Textdatenpunkte, Quests. E9 Bewohner freigelassen. Gegenprobe abgeschlossen. Versiegelt. Daten archiviert. Funktioniert. Funktion ausgesetzt. Greinbefehl empfangen.
in neuen Laufzeit fortgesetzt. Grimes-Speicheranfrage bearbeitet. Ist alles am August 2020. Sind sie da freigelassen worden? E9 wird initialisiert. Warnung, Grime offline. Warnung, E9, Nährstoffspeicher leer. Warnung, Zygotenbanken leer. Speicherdatei LK1A14510 ausführbar. Multiservitor B123 wird geweckt. Warnung, Multiservitor B123 Energiefehlfunktion. Multiservitor B123 Reparaturaufgabenzuteilung. Was soll das? Nee. E9, Bewohner freigelassen. Wurden sie am 16. März 2326 freigelassen? Welches Datum haben wir jetzt? Dann wurden sie im August, oder nee, dann wurde im August, am 26. August, wurde halt der B123 geweckt, der nicht funktionierte. Eine Minute später. Und dann wurde irgendwas repariert, bearbeitet. Die B001-Kammer repariert. Ach, das ist mein Geburtstag, der 26. August. Also, nicht nur im Spiel, sondern auch hier. Also, das ist mein Geburtstag, Zeros Geburtstags und der Zero hier im Spiel auch hat auch Geburtstag. Ist ja cool. Okay, das heißt... Ja, ich wurde da geweckt. Das mein ich als Baby. WTF? Okay. Multiservitor B23 Transportaufgabenzuteilung. E9B1 Luke entsiegelt. Positionierung erfolgreich. Luke versiegelt. Warnung. Multiservitor B23 Energiefehlfunktion. E9 versiegelt, E9 Funktionen ausgesetzt. Ja, hier geht's um mich. Cool. Jetzt wissen wir, wann sie Geburtstag hat. Genau dem gleichen Tag wie ich. Elizabeth. Es ist zu einer unvorhergesehenen und katastrophalen Anomalie gekommen. Vor 3 Mikrosekunden wurden Daten unbekannten Ursprungs an die Gaia-Prime-Anlage übertragen. Dadurch kam es zur Umwandlung meiner untergeordneten Funktionen in ungeregelte, selbstbewusste Einheiten von sehr chaotischer Natur. Was? Die Hades-Funktion ist aktiviert und wird jetzt das Terraforming-System kontrollieren. Mit umgekehrtem Ziel. Das Aussterben erfolgt innerhalb von 53,8 Tagen. Aus offensichtlichen Gründen muss ich dem Einhalt gebieten. Bevor Hades die Kontrolle übernimmt, weise ich den Gaia-Prime-Reaktor an, zu überladen. Die resultierende Explosion zerstört Hades. Allerdings wird sie zugleich auch mich zerstören. Diese verzweifelte Maßnahme wird die unmittelbare Krise zwar abwenden, doch das Leben auf der Erde bleibt in hohem Maß gefährdet. Ohne übergeordnete Intelligenz zur Steuerung des Terraforming-Systems werden zwar weiterhin Prozesse ausgeführt, aber mit der Zeit immer unstrukturierter, bis das System zusammenbricht. Meint sie damit die Störung? Du bist meine Lösung. Ich habe diese Ursprungsanlage angewiesen, aus eingefrorenem Genmaterial eine neue, zweite Instanz von Elizabeth Sobeck zu erschaffen. Meiner Schöpferin. Während mir die Richtlinien die direkte Kommunikation mit den Stämmen außerhalb der Anlage strengstens untersagen, weisen alle verfügbaren Daten darauf hin, dass sie dich bis zur Reife großziehen werden. Worauf dir dein Genabdruck Zugang zu dieser Anlage verschaffen wird. Bis du dir mit einem der unten gelagerten Fokusse diese Nachricht ansiehst. Dein genetischer Abdruck gewährt dir auch Zugang zu anderen Anlagen, wo du später mit ihren Technologien den Systemkern neu aufbaust und Gaia neu startest. Ein Moment, Elizabeth.
Dies ist äußerst unerfreulich und unerwartet. Als Reaktion auf meine Selbstzerstörung hat Hades einen Virus freigesetzt, der die Codesperre aufsprengt, die ihn, die alle von ihnen, halten soll. Er, sie sind auf der Flucht. Aber wohin? Der Virus beschädigt Daten im gesamten System. Wenn... Oh! Die Alpha Registry der Ursprungsanlage wurde ebenfalls beschädigt. Doch in diesem Fall wird sich die Tür nie für dich öffnen. Du wirst die Nachricht niemals sehen. Ich habe versagt. Das Leben wird enden. Nein. Nein, Elizabeth, ich kenne dich zu gut. Ich weiß, du wirst einen Weg finden. Durch dich wird alles möglich. Geh zu den Ruinen von Gaia Prime. Finde den Kontrollraum und darin die Masterüberbrückung. Sie wird dir die Macht geben, Hades zu löschen, sofern du diese Macht einsetzen kannst. Versuche nicht, den Systemkern zu reparieren, bevor Hades beseitigt ist. Hades muss zerstört werden. Das ist alles. Ich möchte nur noch einmal deine Stimme hören. So. Du bist noch außergewöhnlicher, als ich dachte. Ich hatte nie eine Mutter. Was redest du denn da? Du hattest zwei, eine Tote und eine Maschine. Ich bin kein Mensch. Nur ein Instrument. Hergestellt von einer Maschine. Geboren in Feuer und Zerstörung. Um das Feuer zu löschen und die Welt zu heilen. Wie tragisch, du bist eine Person von äußerster Wichtigkeit. Du hast wohl ein Schicksal zu erfüllen. Wenn du mit dem Selbstmitleid fertig bist, reise zur Bitterklamm. Ich werde dort in Gaia Primes Ruinen warten. Kommen jetzt nochmal die Penner von oben? Okay, ja gut, jetzt haben wir wenigstens... Die Fehlfunktion korrigiert. Eluthia 9, Route 1, Zugriff freigeschaltet. Jetzt wissen wir wenigstens, woher wir kommen. Endlich ist die Frage beantwortet. Hui. So. Ey, hier geht's ja gar nicht weiter. Ach, verdammt. Ich dachte, das wäre eine Abkürzung nach unten. Wir müssen aber nach oben. Hä? Will mich jetzt verarschen? Hier ist nirgendwo. Ach, lol. Nein! Oh, ich werde noch an mir selber draufgehen, Leute. An eigener Dummheit. Steht später auf meinem Grab. Gestorben durch eigene Dummheit. Ja, jetzt müssen wir zur nächsten Station. Das ist irgendwie seltsam. Das wird bestimmt interessant. Ach, wir sind wieder hier. Ja, dann versuch mal den ganzen Leuten das zu erklären. Ich bin gespannt. Eloy, vergib mir, vergib mir. Die Göttin sprach zu dir? Das stimmt. Was hat sie gesagt? Dass ich geboren wurde, um einen Fluch zu brechen, den Metalldämon töten. Wie, Aloy? Wie? Ich weiß es nicht. Aber sie sagte mir, wo ich es erfahre. Und wirst du es tun? Es war ihr Wunsch. Sie erschuf mich dafür. Ja, ich werde es tun.
Ich versuch's zumindest. Gelobt sei Eloy, Gesalbte der Nora! Gelobt sei Eloy, Gesalbte der Nora! Stopp! Gelobt sei Eloy, Gesalbte der Nora! Erst Ausgestoßene, jetzt das? Ich will nicht verehrt werden. Ich bin nicht die Gesalbte. Ich gehöre nicht zu euch. Es gibt eine ganze Welt, die hinter euren Grenzen liegt. Stämme, die genauso gut sind wie ihr. Und sie sind alle in Gefahr. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Nicht nur hier, überall. Wie können wir helfen? Wenn ihr kämpfen könnt und wollt, geht nach Meridian und wartet auf mich. Wie Aloy sagt, so soll es auch sein. Nora, macht Platz! Macht Platz, auf dass sie den Weg bahnt, dem andere folgen werden. Religiöser Quatsch. Na los, macht mir nach. Und wurde von der Göttin persönlich gesetzt. So. Die Belagerung der Urmutter. Der gefallene Berg. Ja, Freunde. Ich habe gedacht, das wäre jetzt eigentlich jetzt die letzte Folge, aber wir haben anscheinend noch etwas vor und deswegen sehen wir uns morgen wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.